Vielleicht sollte man auch so intelligent sein und sein Mikrofon einschalten, bevor man anfängt zu labern. Deswegen nochmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Alien Isolation, dem ersten abendlichen Stream für diese Woche. Und natürlich gibt's nichts Besseres zum Einstieg als ein bisschen Horror. Und das Ding da habe ich wegen Yoda auf der Tafel bezahlt, also kriegt das auch. So, ich muss jetzt noch mal gucken, wo ich lang muss überhaupt. Ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, vergessen, wo es lang geht. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ey, hallo! Pete, du mich auch. Du mich auch. Pete, eine Frage. Hast du zufällig The Forest auf PC? Siehst du, oder? Ich hab doch gesagt, ich zieh das Ding an. Ich riech die Kacke doch schon wieder bis hier. Andi, hör auf, hier zu chatten. Arbeite lieber mit deiner Frau zusammen. Pete, hättest du Lust mit mir, dem Theophil-Nerd, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, und noch einem anderen YouTuber, das als... Sag mir es, als Let's Play zu machen, The Forest. Und Yoda, wie kannst du nur? Wie kannst du nur den Pete vergessen? Wir haben zusammen gelitten, zusammen geblutet. Alter, dieses Scheißding. Das da. So. Jetzt nach rechts. Ach, das sind weiße Augen, gut. Wieso geht... Ey, cool. Ich sage mal Bescheid, dann kann er sich mit dir mal in Verbindung setzen. Da musst du mit ihm quatschen, das ist sein Projekt. Das er startet. Wir sind jetzt halt zu dritt, einer fehlt halt noch. Uah. Was heißt, ich gehe den Survival Guys fremd? Wir haben das Spiel ja nicht mal geschafft. Und ich wollte es sowieso noch einmal als Projekt machen, Andi. Nur diesmal halt, wollte ich es halt auch schaffen. Was meinst du, es geht momentan bei dir nicht weiter? Zuschauertechnisch. Ja gut, das ist ein Verbündeter. Ricardo, wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Forest mit Lauchi unmöglich. Da hast du aber echt recht. Da hast du recht. Das ist eine Zumutung. Das ist eine richtige Zumutung. Ja, ich habe die Demo runtergeladen. Eben habe sie gespielt. Die wird auch in so einer 30 Minuten etwa freigeschaltet. So, Leute, das ist der Twitch-Kanal vom guten Pete. Der war hier schon bei Halo dabei gewesen. Der hat mit Paul schon Temtem gemacht. Und der wird natürlich auch für weitere Projekte zur Verfügung stehen. Er wird auch bei weiteren Projekten bei uns dabei sein. Und wir natürlich auch bei ihm. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ist ein super Kanal. Und lasst ihm auch gerne ein Follow da. Momentan macht er Wolken. Wie wird das geschrieben? Wolken, gell? Schmutzige Projekte. Oh, das weiß ich. Wolken, genau. Wolken! Das hat schon so einen geilen Klang. Es ist quasi momentan der Diablo-Ersatz. Aber ein sehr, sehr guter Ersatz. Ist die einfachste Erklärung. Also ich glaube anders. Pete, kein Problem. Du überweist einfach den üblichen Betrag auf mein Konto. Auf den Malediven und es geht alles klar. Path of Exile ist natürlich auch ein super Klon.
Dieses Geräusch gerade. Oh. Ich bin gerade echt zu blöd. Ganz ruhig. Och, Menno! Das war jetzt ein Witz! Ach so, ich muss den Hebel benutzen, okay. Wir müssen auch dann bald mal wieder Halo weitermachen. Es ist mir gerade so ruhig. Shit, ich fühle mich elend. Höre andauernd Geräusche. Hier sind irgendwo Überlebende. Deine Wahl. Sie sollten sich lieber umdrehen. Ich warne Sie. Haben Sie mich? Okay, ich gehe ja, ich gehe ja. Wow! Die blöde Otze hat auf mich geschossen. Ach so! Ich beschwere mich nicht, wenn ich schlafe. Bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt wieder falsch? Warte mal. Ich muss ein anderes Stockwerk. Verdammt. Mist. Ich bin im falschen Stockwerk. Ich fass es ja nicht, ey. Ich kack ab. Hi Thomas, servus. Leute, wenn wir eh gerade schon bei ein bisschen Support sind, die gute MacPie, die Bianca, ist gerade bei YouTube live bei Ark dabei. Da könnt ihr gern mal reinschauen und auch liebe Grüße dalassen. Und im besten Fall natürlich auch ein Abo. Da freut es sich auch. Ach, da oben stehen die Otze. Vollidiot! Hoffentlich tut's weh! Oh, ihr habt sie doch nicht mehr alle! Gesagt, ich soll sie anziehen. Gut, weg ist er. Nein, Thomas hat gesagt, ich soll sie ausziehen. Nee, warte mal. Stimmt, das war Thomas. Stimmt, Entschuldigung.
Mein Fehler. Alter. Meine Nerven. Und Pete, wie fandest du eigentlich die Final Fantasy Demo? Und Thomas, du hast sie doch bestimmt auch schon gespielt, oder? Mit oder ohne Haare, Yoda, du kannst mich mal kreuzweise. Entscheide dich mal. Ja, ich glaube, ich muss echt eine Begrenzung machen mit der Perücke. Nur für bestimmte Spiele. Die Demo ist der Hammer, finde ich auch. Wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir auch so. Für die Demo, für Horror machen wir keine Perücke. Ich bin in Gemini Waits. Ich werde es mir trotzdem nicht zum Release holen, aber leider halt auch nur, weil ich da ein paar andere Projekte habe und weil der Umzug bevorsteht. Und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Nee, ich habe es mir noch nicht vorbestellt. Aufzug, den Sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit Six und Gemini die Gelder gestrichen hat. Tja, dann kannst du mit Final Fantasy 7 gut einsteigen, Yoda. Ach, das war ja wieder klar, dass dieses Kackding hier auch wieder auftaucht. Hey Thomas, Glückwunsch! Super! Geil! Das freut mich für dich, super! Stellen Sie Zugang zum Vertrieb her, wie mache ich denn das? Hello! Wie geht's Ihnen? Scheint nicht die Gespräche zu sein. Sie vielleicht, aber ich nicht. Ich lebe ewig. Denn ich habe Respawn. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter dagelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Ich wollte schreiend reinrennen. Gut, dass Sie es sagen. Da. Offene Luke. Niemals. So. Wir sind auch jetzt Partner bei MMOGA übrigens. Und ab morgen kann man dann, ist dann auch der Link bei uns verlinkt. Ja, es freut mich. Ist cool. Okay, genug Gerede. Ah, Pete, das ist doch was. Geil. Die sind über... sind Überwachungskameras. Alter, ich hatte das falsch ausgewählt. Hau ab! Wieso reagiert die Scheiße nicht bei dem Alien?
Okay, also einmal kurz draufhalten, bringt nichts, ich muss schon ein bisschen mehr machen. Hi Matthias! Schieß! Wieso schieße ich nicht? Das gibt Kopfschmerzen. Wieso konnte ich jetzt nicht schießen? Hatte ich keine Muni mehr? Oder lädt man nicht automatisch nach? Kaum kommt der Matthias rein, sterbe ich eher. Immer die Ruhe bewahren. Du schaffst das schon. Zum Fressen. Matthias, zum Fressen. Keine Ahnung. Irgendwas wird sich der Designer da gedacht haben. Der kleine Mund ist halt hauptsächlich dafür da, um Panzerungen und sowas zu knacken. Er hat so eine Wucht, dass der sogar eine Predator-Panzerung durchbohren kann. Das schafft das Alien mit dem normalen Mund nicht. Gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Das ist ein 1A-Hirnchirurg, da hast du recht. Sixen versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Wales. Ich bin einmal gestorben. Jetzt. Wobei ich noch nicht ganz verstanden habe, wieso ich gestorben bin, weil immerhin, ich hatte ja einen Flammenwerfer. Aber irgendwie scheint der nicht so funktioniert zu haben. Oh. Thomas, ich hab dich auch zum Fressen gern. Nee, man kann es verjagen oder sich vor ihm verstecken, aber man kann es nicht töten. So. 8897. Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Ah! Alter! Ich hasse Androiden. Ich hasse sie so sehr.
Kontaminierungsraum. So, also da direkt nach links. Da hinten ist was im Speichern. Ganz ruhig. Niemand will mir was Böses, denn alle können mich super leiden. Warte mal, ich habe jetzt Nein gedrückt, oder? Ja, ich habe nicht gespeichert. So, jetzt aber. Mir kommen sie nicht bekannt vor. Irgendwie an der Musik habe ich gerade erkannt, es hat mich. An der Musik hat man es irgendwie erkannt. Finde ich jetzt. Ach, Pete. Alle wollen doch ein Stück von Flo. Nein, das Piepsen hört keiner. Das ist das Gute. Oh shit, das ist Alarm. Hallo?
Scheiße! Von hinten erst nach Absprache. Oh shit. Das ist eklig. Wenn man nicht reagieren kann, das ist echt eklig. Vermeiden Sie Konflikte, das Vieh hat mich gefickt. Ich hasse dich, Yoda. Ich habe ihn gehört. Ja. Ich versuch's. Hat den Stuhl entdeckt.